Hallo zusammen, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ich möchte mit euch wieder auf die Radix für die nächste Woche schauen, was da so alles auf uns zukommt. Ich kann euch die Energie sagen, die da ist, was ihr daraus macht, bleibt natürlich euch überlassen. Und das ist auch nicht so hundertprozentig genau, weil das ist nicht euer persönliches Horoskop. Euer persönliches Horoskop, wenn ihr das wollt, mir eine Mail schreiben und dann können wir drüber reden. Also, was haben wir hier? Wir haben hier am Montag, fangen wir an, dass die Sonne mit dem Merkur zusammen schon fast kuschelt. Also ein bisschen kuscheln sie schon miteinander und kuscheln ist immer gut. Merkur und Sonne, die Kreativität von der Sonne und der Merkur, die Kommunikation und das Ganze noch im Arbeitshaus. Leute, es läuft richtig gut. Da müsst ihr nur aufpassen hier unten, denn beide sind in der Opposition hier mit unserem Helfersyndrom, mit Neptun. Und da möchte ich euch immer darauf hinweisen, der bremst ein bisschen. Der will helfen, der will für andere da sein und hat aber bei der Arbeit nichts zu tun. Bei der Arbeit sollte man immer auf sich selber erst schauen und dann auf die anderen. So ist unsere Gesellschaft leider geworden. Und deswegen hier ist es auch das Haus 4. Und das Haus 4 steht ja für unsere seelischen Eigenheiten. Also ist es eine sensible Geschichte, dass ihr euch selber dann nicht im Weg steht. Ansonsten sieht es gar nicht mal so verkehrt aus. Wir haben hier die Venus noch im Haus 11, das heißt mit unseren Freunden, Bekannten und das läuft alles gut. Im Beziehungshaus selber sind wir emotional flexibel. Weil wir sehen hier den Mond und das ist alles in einer... Ja... Also da sind wir ein bisschen zu flexibel, finde ich. Hier kommt mal ein langer Denkschritt dazu und dann geht der Mond auch wieder schon raus aus dem Haus 7. Das heißt, in unserer Beziehung, dieses emotionale Flexibel, dürfte wirklich am Mittwoch dann wieder erledigt sein. Ansonsten habt ihr noch den Jupiter da. Der Jupiter ist ja ein Glücksplanet und deswegen alles ganz entspannt, alles ganz ruhig. Wir sind sowieso in diesen Tagen, in diesen Wochen, wie ich das gesehen habe, hier im Yin. Und wir sind im Wasser, das heißt, wir sind sowieso ein bisschen emotional flexibel. Achtet so ein bisschen drauf, denn hier die Oppositionsstreifen gehen nicht weg. Die bleiben uns, sie werden mal schwächer, sie werden mal stärker, aber sie bleiben uns. Das heißt, wir haben immer hier mit unseren eigenen Gegensätzen zu kämpfen. Hier habt ihr das beispielsweise, der beste Tag für mich in der Woche ist der Freitag. Yin und Yang ist ausgeglichen, so wie sie es gehört. Der Oppositionsstreifen ist fast nur ein Streifen geworden und Merkur und Sonne rutschen immer näher zusammen und ich finde das schön. Also genießt das Wochenende, schaut euch den Uranus an in diesem eigenen Haus, in diesem eigenen, sage ich jetzt mal, kritikfähigen Haus. Bin ich das? Ja, nein. Und der Uranus ist ja der Seher, der ganz genau weiß, was gut für ihn ist und was nicht gut für ihn ist. Deswegen seid dann ein bisschen entspannt. Und das Wochenende dürfte ganz super laufen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder.